Hallo Leute, was geht ab? Krypto Marco hier mal wieder mit einem ganz tollen Video über das Thema Kryptowährungen und heute reden wir über den Crash, der sich heute ereignet. Wie es viele nennen, für mich ist es eine Korrektur, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall danke für über 6000 Abonnenten, das ist echt der Wahnsinn, was für einem Tempo sich der Kanal entwickelt. Vielen Dank für jeden Like, für jeden, der abonniert, für jeden, der einen netten Kommentar da lässt und ein Gewinnspiel mitmacht. Danke, 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 ihr seid super toll. Okay, aber genug der Euphorie. Jetzt mal wieder ein bisschen traurig werden, denn die Preise gehen alle runter. Also ein Bild, was man natürlich nicht wirklich gewohnt ist, wenn man sich seit ein paar Monaten mit Kryptowährungen beschäftigt. Du machst das CoinMarketCap auf und du siehst überall zweistellige rote Zahlen. Der Wert bricht ein. Was passiert hier? Meine Erklärung und bitte daran denken, dass ich kein Finanzberater bin und dass das hier meine subjektive Meinung ist. Meine Erklärung ist, steht Weihnachten vor der Tür. Wenn man sich den 3-Monats-Chart anschaut, sieht man, vor drei Monaten waren wir bei 122 Milliarden und sind auf teilweise 650 Milliarden hochgegangen. Wenn man sich die Entwicklung von vor einem Jahr anschaut. Vor einem Jahr waren wir bei 16 Milliarden. Leute, man kann nicht erwarten, hier irgendwo einzusteigen und dann die ganze Zeit nach oben die Bewegung mitzumachen, egal in welchen Coin man investiert, fett im Plus zu sein und dass das ewig so weitergeht. Nur weil es Kryptowährungen sind, muss es nicht heißen, dass gewisse Marktmechanismen, die an der Börse auch normal sind, nicht greifen. Weihnachten steht vor der Tür, ja. Leute, die hier investiert haben, also allein schon vor einem Monat, haben richtig geile Gewinne gemacht und wollen jetzt vielleicht raus. Und dann passiert es halt, dass viele Positionen aufgelöst werden, es wird viel verkauft und dann bricht dann mal der Kurs ein. Und wenn man sich vor allem überlegt, es gibt so etwas, nennt sich Whale Investor. Also hier sieht man schön, wie die Verteilung von den Bitcoins so ist, also 0,94% der Adressen halten 28% der Bitcoins. Und stell dir mal vor, so ein Whale-Investor hat irgendwie Bitcoins im Wert von einer Milliarde oder 500 Millionen, was weiß ich, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Und er hat noch ein paar andere Homies, die genauso viele Bitcoins besitzen und die sagen sich, hey Leute, wisst ihr was, unser Vermögen ist jetzt insgesamt so und so viel wert, das ist echt super viel, wir könnten noch länger halten. Aber Weihnachten steht vor der Tür, lasst uns einfach nur alle jetzt verkaufen und uns zur Ruhe setzen. Aktuell, wir können in unserem ganzen Leben in Saus und Braus leben und würden danach immer noch genug Geld haben. Lasst uns einfach nur diese Gewinne jetzt realisieren und nicht gierig sein. Klar, dass wenn so viel Kapital aus dem Markt plötzlich rausgenommen werden, ist das anderen, das ist natürlich, wenn man das sieht, ja, wenn ich hier übelst verkaufen und dann der Wert nach unten geht, dass es psychologisch ein Anzeichen für eine Panik sein kann und dann es also einen kleinen Schneeballeffekt gibt und der Markt noch weiter nach unten einbricht. Aktuell ist er gerade am Erholen. Wenn man sich jetzt das hier anschaut, also ein Bild, was ich seit langer, langer Zeit nicht gesehen habe, wie viele Sachen hier im Minus sind. Natürlich auch viele Investments von mir dabei. Ripple, also Ripple ist immer noch oben, das finde ich zum Beispiel lustig. Aber was viele hier sehen ist, oh nein, meine schönen Coins brechen alle ein. Was soll ich nur tun? Schnell verkaufen, damit ich noch mehr ins Minus komme. Leute, was ich hier sehe, ist ein richtig geiler Weihnachtsschlussverkauf. Gestern hat um 19 Uhr der Steam Sale begonnen. Und zeitgleich fast hat doch der Crypto-Sale begonnen. Hier siehst du 30% Rabatt auf Bitcoin Cash, 36% Rabatt auf IOTA und so weiter. Coins, die vorher viel zu teuer waren und viel zu schnell gestiegen sind, sind aktuell günstig zu haben. Also mal wieder eine super Gelegenheit einzusteigen einfach. Man kann sich nicht permanent freuen, oh mein Gott, es sind heute so und so viele Milliarden reingekommen. Das muss es auch mal in die andere Richtung gehen. Also bitte, ich muss halt auch echt zugeben, wir sind im Bereich Kryptowährungen, sind wir einfach nur krass verwöhnt davon, dass es die ganze Zeit nach oben gegangen ist. Der Markt kannte die ganze Zeit nur eine Richtung. Aber
Es muss auch mal ein bisschen sich korrigieren, das Ganze. Deshalb wirklich keine Panik haben. Das ist etwas komplett Normales, was im Markt einfach nur passiert, dass nachdem der Markt sehr stark zugenommen hat, er sich danach rapide nach unten korrigiert. Ich persönlich denke, es ist noch viel zu früh, um Panik zu haben. Aber es könnte natürlich, wenn du das Video siehst, kann es sein, dass hier überall minus 99 steht, alles komplett einbricht. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich bin kein Hellseher. Leute denken, ich habe Insider-Informationen. Marco, was passiert in dem nächsten? Was, wieso? Der Bitcoin bricht ein. Wie? Hast du etwa Insider-Infos? Bekomme ich auf Snapchat eine Nachricht und denke mir so: Hä, ich weiß genauso viel wie ihr. Wichtig zu wissen ist, dass immer wenn große Marktbewegungen stattfinden, dass es durchaus möglich ist, dass Whales, also die Wale, die super viel Bitcoins halten, Bewegungen rausgenommen haben. Hier kannst du sehen, das sind Daten vom 12. September 2017. Vom Verhältnis her hat sich allerdings nicht viel geändert. Also ich habe hier mal eine kleine Tabelle vorbereitet. Du siehst zum Beispiel hier 0,00088% von den Bitcoin-Adressen halten 17,49% aller Bitcoins. 0,01 halten sogar 20%. Ich habe da jetzt mal alles mir die Mühe gemacht, das alles per Hand hier zu übertragen. Ich stehe einfach auf Excel und man sieht, dass 4,11% der Bitcoin-Adressen 95% des Marktes besitzen. Also stellt euch mal vor, wie viel Macht sie über diesen Markt haben. Automatisch, wenn man viele Anteile von egal was hält, dann kann man unfassbar viel manipulieren mit Orders setzen, sie nicht verkaufen oder eben viel verkaufen, viel einkaufen. Da sind super viele Manipulationsmöglichkeiten möglich. Natürlich vor allem, wenn man mit anderen gemeinsam ein Konglomerat macht, sowas, so eine Lobby oder sowas und sich dann abspricht, dann wird das Ganze natürlich richtig witzig. Deshalb, ich persönlich bin froh, dass eine Korrektur derzeit stattfindet. Gibt wieder die Möglichkeit, günstig einzukaufen. Leute, die keine schwachen Nerven haben, verlassen den Markt. Ich habe die Gelegenheit, Coins, die potenziell interessant erschienen, einzukaufen, weil sie jetzt einfach nur günstig sind und es gut anbietet. Crypto Eli, der fantastische Videos macht, den ich euch dringend empfehle, lacht sich natürlich ins Hemd, weil er Electronium für 0,01 Cent gekauft hat und Electronium sowie Ripple aus irgendeinem Grund und Agoras Token nie gehört. Einfach nur standhalten bis jetzt. Wie das Ganze weitergehen wird, ist natürlich spannend, aber keine Panik, keine Panik. Denn jetzt kommen wir zum Giveaway. Was für ein Übergang. Hier, ich sage ja, jeder, der meine Videos schaut, sollte sich auch unbedingt meinen Mentor, Muten Roshi und guten Freund Eli reinziehen. Er macht auch super Videos. Und ich vergebe auch Litecoins, 2 US-Dollar in Form von Litecoin an alle, die bei ihm kommentieren. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch an den lieben Mr. Rootcat. Und da ich gestern 4 Videos gemacht habe, muss ich auch etwas machen, was ich seit langer Zeit nicht mehr gemacht habe. Wir machen nicht mehr den tollen Münzwurf. Stattdessen werde ich Zahlen für sich sprechen lassen. Wie das Ganze aussehen wird, wirst du gleich sehen. Also, wir haben hier einmal RC Helix. Weiter so. Leider fehlt der Part mit den 1000 am Tag. Danke für deinen Kommentar, mein Lieber. Geile Sache auf jeden Fall, sagt Exoni. Exoni, Glückwunsch, du bist gezogen und kommst jetzt ins Halbfinale. Warum hast du keinen Bock? Helena Syring, danke für das Video, Marco. Sehr gerne, Helena. Du hast sogar meinen Namen richtig geschrieben. Manche Leute, ja, ich bin Marco mit K, nicht mit C. Das war das dritte Video, das hier. So.
Kryptowelt. Hier hast du ein bisschen Gratis-Promo, allerdings hast du deinen Litecoin-Link vergessen. Ich habe kein Problem damit, andere YouTuber, die Videos machen, zu supporten und die Kommentare drin zu lassen. Aber jetzt hast du gerade ein bisschen Litecoin von mir gewonnen. Schade. Also, dass zweimal jemand die Litecoin-Adresse vergisst, ist schon lustig. So, dritter Versuch jetzt bitte. Und danke fürs Video. Ein Video über Bitcoin Gold wäre interessant. Ja, wieso nicht? Bitcoin Gold ist ja auch einfach nur eine Fork von Bitcoin. Allerdings gerade viele Probleme damit, darauf zuzugreifen. So, und jetzt, das sind die vier Gewinner. Ich habe schon mal was vorbereitet hier. Wie ich bereits gesagt habe, ich stehe auf Excel bzw. Open Office. Und ich habe hier einen Zufallsbereich von 1 bis 1000 und derjenige, der die höchste Zahl bekommt, gewinnt. Sieht schlecht aus, Helix. Oh, Exoni legt gut vor, 808. Damit gewinnt der Exoni in diesem Video. Exoni, herzlichen Glückwunsch. So, machen wir nochmal das Giveaway für dich, Exoni. Nicht alles auf einmal verprassen, bitte. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Leute, denkt daran, dieses Video ist keine konkrete Finanzberatung. Es ist meine eigene Meinung. Ich habe gerade keine Panik. Ich kaufe günstig ein, sehe, das ist eine gute Gelegenheit und ich bin mir sicher, dass sich der Markt bald erholen wird. Wenn das Video gefallen hat, lass ein Like da, kommentier, abonnier. Du findest mich auch auf Social Media unter Real Crypto Marco auf Snapchat und Crypto Marco auf Instagram. Ansonsten kannst du auch gerne auf die Benachrichtigungsglocke klicken, um benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade, und check unbedingt den Kanal von meinem Mentor und guten Freund Eli. Bis dann, viel Erfolg bei jedem Trade, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!